Moment. Wir müssen die Zeit, die uns Corona geschenkt hat, natürlich sinnvoll überbrücken. Negative Kommentare wiegen ja oft schwerer als positive. Ein paar Sachen aus dem Netze herausgenommen, Spickzettel übers Partisan. Und werden jetzt einfach mal ein bisschen Stellung beziehen. Eigentlich wie immer alles okay, aber diese lächerliche Patch-Kontrollen könntet ihr mal gut sein lassen. Nee, können wir nicht. Wir sind bekannt dafür, jetzt nicht jedem auf die Finger zu gucken, was er macht. Aber de facto haben wir über die Jahre, und das sind mittlerweile auch schon über 20 Jahre, mitbekommen, dass eine gute Tür, wie in der Disco oder in einem guten Club, bei uns auch eine gute Tür zu einem Erfolg führt, wenn du ordentliche Leute bei dir auf deinem Festival haben willst. Ich sag mal so, auf einem Festival kannst du erkennen, wenn jemand rumrennt und hat Scheiße im Kopf. Egal welcher Art, ob das irgendwelcher politischer motivierter Quatsch ist oder ob das Bands sind, die einfach auch nicht zu uns passen. Bei uns geht es nicht darum, den Leuten in den Kopf zu gucken oder sonst irgendwas, sondern einfach nur eine Empfehlung zu geben oder einen Hinweis zu geben, ey, das ist jetzt hier nicht unbedingt so das Festival, wo du mit sowas rumlaufen solltest. Das sind meistens politisch motivierte Geschichten, egal aus welcher Couleur. Wenn jemand versucht, andere Besucher in irgendeiner Art und Weise zu missbilligen oder ihre Einstellung zu missbilligen oder wie auch immer, dann müssen wir da auch ein bisschen gucken und hinterfragen. Und in der Regel sind solche Patches solche Geschichten. Und das ist auch durch die vielen Jahre haben wir das kennengelernt, dass da einfach Leute kommen und einfach entweder meistens gar keine Ahnung haben, was sie da tragen. Das ist in dem Regelfall das Ding. Und im zweiten Fall sind es einfach nur Leute, die provozieren. Und das ist, kann man eigentlich damit abtun. Von daher, wir gucken immer mal, das hat sich über die Jahre jetzt einfach so eingefahren. Wir machen das natürlich nicht aggressiv, sondern wir sprechen dann maximal mal jemanden an über ein Festival. Und das wird auch immer erträglich im unteren Bereich bleiben. Aber wir wollen schon gucken, wer bei uns auf dem Festival unterwegs ist. Na gut, weil das hier so ein schönes Give and Take ist. Und du auch mal was sagen musst, du sagst ja immer relativ wenig. Partisan, Bartpomade, Zuckerwatte und Badewasser. Wann? Ausrufezeichen, Smiley. Portfolio, diversifizieren und so. Es ist erstmal grundsätzlich gut, dass ihr jetzt auch mal mitkriegt, dass nicht nur bei mir die Lokopädie versagt hat, sondern dass das hier auch anderen Leuten so geht. Ist Quatsch. Klar, wir könnten das nachvollziehen, wenn wir jetzt hier, wie gesagt, unser eigenes Shampoo rausbringen würden oder wir nehmen jetzt hier Nivea Body Cream und kleben da jetzt einfach Partisan-Aufkleber drauf und versuchen euch den Kram dann gewinnbringend zu verklatschen. Ist jetzt aber tatsächlich nicht so. Also man muss wohl sagen, dass dieser Kommentar sich auf unser Bier da bezog. Das 666 Problems Black Ale, was wir da rausgebracht haben. In dem Fall ist es ja aber tatsächlich so, und das ist ja der Anspruch an sehr viele Dinge, die wir hier haben, dass wir da ein Produkt rausbringen, mit dem wir uns selber identifizieren können. Heißt in dem Sinne, wir haben uns eine Brauerei hier aus der Region gesucht, ein paar Abgespräche geführt, den ersten Sud selber gemacht, einiges an Wissen für uns mitgenommen, haben uns da zu dem Bier hingearbeitet, in einer Art und Weise, wie wir das haben wollen. Es geht da wirklich um eine Herzensangelegenheit und die ist nun mal, da wir alle Bier- und Getränkefans sind, oh Wunder, dass wir einfach eine Sache rausbringen, die wir von Anfang bis Ende begleitet haben, hinter der wir stehen und bei der wir sagen können, da ist einfach viel Eigeninitiative von uns drin. Es geht nicht darum, euch ja irgendwie sinnlos Geld aus der Tasche zu ziehen für irgendwelchen billig produzierten Krempel, den ihr woanders einfach unter einem anderen Label haben könnt, sondern wenn wir euch was bieten, dann soll das nach Möglichkeit natürlich was sein, was uns von vorn bis hinten komplett in den Kram passt. Ein Zusatz ist dazu, wenn wir irgendwas machen, dann machen wir es immer mit Herzblut. Herzblut ist bei uns das Größte, die größte Antriebskraft und vor allen Dingen auch der Willen dazu, Sachen umzusetzen, die wir persönlich gerne mögen. Das Blut schmeckt man auch. So, lieber Jana, warte mal hier. Ich glaube, hier konnte ich mal. Wieso hast du die alle in rosa gemacht da? Das ist deine Farbe. Es wird ja immer lappiger, was da spielt. So schwach war das Line-Up noch nie, glaube ich. Plus, bekomme aber langsam das Gefühl, dass das in die falsche Ecke mutiert. Dieses Jahr Soilwork habe ich mir schon vorn Kopf gepackt.
Ja, das ist halt so eine Nummer. Fakt ist, wenn ich die Frage richtig verstanden habe oder den Vorwurf richtig verstanden habe, dass es immer schwächer wird. Das ist ja nicht so der Fall. Wenn man sich einfach mal die Partisan-Lineups von, sagen wir mal, ab 2000 einfach mal anschaut und guckt sich einfach mal querbeet darüber. Es ist immer ein roter Faden drin, es ist immer mit Liebe zur Musik gebucht, so abgestimmt, dass eigentlich das Lager Black Death Metal immer in dieser Auswegung ist. Parallel dazu gibt es immer mal Ausreißer in irgendwelche Richtung. Fakt ist, dass wir als Festival, und da bin ich schwerer Überzeugung, eine große Diversität haben, die immer interessant ist, und dass dieser Vorwurf ist Nüllen des Nüllens wegen. Als Auswirkung der diesjährigen Schlappe ist das natürlich verständlich. Trotzdem stellt sich mir die Frage, ob das Partisan sich langfristig Richtung 120-Euro-Festival entwickelt. So könnte man den Beitrag jedenfalls auch interpretieren. Ja, mit der langfristigen Entwicklung ist es natürlich so eine Sache. Die 21er-Edition bewegt sich ja im besagten Rahmen. Keiner würde euch das Festival wahrscheinlich gerne günstiger anbieten wollen, als wir das sind. Tatsache ist aber, wir sind auf der einen Seite natürlich abhängig von unveränderlichen Geschichten wie Steuerlast, GEMA, Bandgagen natürlich, die, so ehrlich müssen wir ja sein, seitdem Bands, ich denke mal, ihren Lebensunterhalt auch nicht mehr rein mit Tonträgern verdienen können, in dieser Streaming-affinen Zeit auch nicht gerade sinken. Und dieser ganze Kladderadatsch, der da einfach zusammenkommt, das muss natürlich in irgendeiner Art und Weise da an den Ticket-End-Konsumenten, siehst du, Konsumenten, jetzt habe ich auch mein Wort gefunden. Auch du hattest recht. Ich habe mein Wort gefunden, weitergereicht werden. Wir selber verdienen uns keine goldene Nase daran. Also weder fährt Janne hier mit einem goldenen BMW auf Arbeit, noch kam ich heute auf meinem versilberten Tandem nach Weimar gefahren. Wir versuchen, die Sache möglichst immer moderat zu halten. Auf der anderen Seite versuchen wir euch natürlich ein Festival-Erlebnis und ein Festival-Genuss zu bieten, der so weit als möglich sponsoren- und werbefrei ist. Das heißt, von unserer Bühne flattern keine riesigen Banner mit den Logos von irgendwelchen Energy Drinks. Ihr werdet auch keine Hüpfburg bei uns finden, genauso wenig wie vielleicht irgendwelche Zigarettenverkaufs-Bunny-Girls mit irgendwelchen rosa Blinkohren oder irgendwas. Das hat natürlich auch seinen Preis, denn das sind rein theoretisch irgendwo Einnahmen, die uns abhanden gehen. Auf der anderen Seite erachten wir es, und ich glaube, da sprechen wir auch für einen Großteil unseres Publikums, als wichtig, eben all diesen Zirkus auf diesem Festival, bei dem es wirklich um Musik gehen soll, nicht zu haben. Wir wollen ein Metal-Festival haben, das seinen Fokus auf die Musik legt, das seinen Fokus auf das Netzwerken der Leute untereinander legt, ohne dass ihr abgelenkt seid von irgendeinem Ferienland, Zirkus, Trara, was da rundum ums Festival stattfindet und eigentlich bei Musikgenuss überhaupt keine Rolle spielen sollte. Ich glaube, die wenigsten Festivals werden von Jahr zu Jahr billiger. Eher teurer. Und dazu ist zu sagen, dass wir ja auch zum Teil, oder nicht zum Teil, wir haben Nullrunden gefahren, wir haben zu unserem 25. Jubiläum darauf verzichtet, eine Preiserhöhung zu machen. Wir haben die Jahre vorher nur wirklich moderat erhöht. Wir waren immer unter den 100 Euro. Aber für uns ist dann irgendwann der Zeitpunkt gekommen, wo wir sagen, können wir es mit den Einnahmen produzieren? Oder das, was ihr bei uns bekommt, kann das auch wert sein. Thema Headliner. Irgendwie fehlen dann noch die Headliner. Dismember ist ja gut, aber nur die Position, weil die wieder spielen. Ja, das ist natürlich so eine Geschichte, ne? Bevor Janni jetzt hier mit der Erfahrungskeule ausholt, ich glaube, es wurde noch nie so hart, aber jetzt nicht nur für dieses Festival, sondern für gesamt Death Metal und Underground Deutschland und Europa nach irgendeiner Band geschrien wie die letzten Jahre nach Dismember, glaube ich. Exakt. Auf der einen Seite bekommt man unheimlich viele, viele Nachrichten und gerade via Facebook kam das ja über Jahre, dass die Band unbedingt spielen soll, möglichst als Headliner-Band, möglichst als letztes, wie auch immer. Und wir haben da wirklich hart dran gearbeitet. Also ich erinnere mich an gut 4 Jahre Überzeugungsprozess, an dieser Band zu arbeiten. Und ich sage es ganz konkret, Meinungen sind wie Arschlöcher. Jeder hat eins. Ja, wie war der große Spruch in meiner Jugend immer? Irgendwas ist ja immer. Nee, ich dachte immer, geh ins Bett oder so. Der Sound auf der Mainstage war schlecht und oft viel zu leise.
Erschütternd. Ich lade dich auf. Was den Sound angeht, erschütternd. Erschütternd erstmal, was mit dem Sound abgeht bei uns. Ich habe die Diskussion tatsächlich auf dem Infield öfter und zumeist lässt sich das recht einfach beheben. Viele Nicht-Musikanten, denen ist das ja so ein bisschen schleierhaft, wie und was da aus den Boxen rauskommt. Den besten Sound hast du eigentlich immer, wenn du versuchst, dich möglichst zentral irgendwo vor die Bühne zu stellen, denn da stehst du in einer Linie mit dem Menschen hinterm Mischpult, der ja auch nur das hört, was da frontal auf ihn reinscherbelt. Der ist eigentlich die ganze Dauer des Sets damit beschäftigt, mehr oder minder irgendwie nachzujustieren, Feinheiten da reinzubügeln und auszubügeln und wie das eben so ist, auf einem Flugfeld da irgendwo dem Wind entgegenzuwirken. Der Haus FOH macht das ja vorher schon, diese Anlage einstellen. Im Endeffekt kommt der jeweilige Soundtechniker der Band, das hat ja auch ein bisschen was mit den jeweiligen Soundtechnikern zu tun, denn nicht immer unser eigener macht dort den Sound, sondern jede Band oder fast jede zweite bringt ihren eigenen mit. Die kommen mit dem Setting erstmal noch nicht zurecht, müssen sich einarbeiten. Viele sind Profis, können das top machen. Fakt ist auf alle Fälle, dass die Soundqualität, die auf einem Festival ist, inklusive Wind, natürlich immer schlechter ist als vor deiner Heimanlage. Und trotzdem, wir nehmen die Kritik immer ernst, gucken uns das an, wir überlegen uns, ob wir auch eine andere PA uns mal zulegen. Momentan sind wir mit dem, was wir haben, sehr zufrieden. Aber trotz allem, wie Erik schon sagte, es liegt oft an den Soundleuten, die aber meiner Meinung nach immer gute Arbeit bisher gemacht haben. Dass auch mal eine Gurke mit dabei sein kann, ist halt einfach so. Versuch möglichst, die Bühne anzusteuern und auch bei einem Scheiß-Sound wirst du auf dieser Position immer noch mit dem besten Scheiß-Sound überrascht. Bitteschön. Dankeschön. Was ist denn das Gegenteil von Belletage? Was ist das? Das Belletage ist das, was oben ist. Möglich. Was ist die Umschreibung für Keller? Bello Grotto. Von der Belletage zum Bello Grotto bin leider nicht so zufrieden. Gerade was den Underground angeht, war es die letzten Jahre einfach besser. Ist mir einfach zu viel Heavy, Speed und Thrash. Den Vorwurf in Bezug auf Speed, Thrash oder sonst irgendwas, klar haben wir viele Thrash-Metal-Bands, weil Thrash-Metal gehört nun einfach mal dazu, dass das überwiegt. Wir haben es uns ja gegengerechnet. Wie das Verhältnis ist, stimmt nicht. Das Verhältnis ist immer ausgewogen, beziehungsweise... Also, das muss man sagen, so krass sind wir. Wir setzen uns hier einen Tag hin und so krass sind wir, klingt aber auch wieder hart. Ja. Wir sind ja ein Extreme-Metal-Festival, wir sind krass. Wir sind so krass, wir setzen uns dann tatsächlich hin, wenn solche, ich nenne es jetzt mal, Anschuldigungen kommen und sagen... Wie hoch ist der Anteil? Wie hoch ist eigentlich der Fresh-Metal-Anteil bei uns auf dem Partisan über die Jahre? Und dann... Und unser Drosten hier, unser Booking-Drosten, hat ganz genau gesagt, nein, das ist kein Virus bei uns, sondern es ist ganz eindeutig gut und ausgewogen. Der Speed-Metal-Anteil und auch der Heavy-Metal-Anteil waren nie besonders hoch bei uns. Da gibt es mal Ausreißer wie eine Band wie Grand Magus oder es spielen Atlantic Codex oder solche Sachen, die mal da genau reinkommen. Aber die waren nie überproportional, das war oder Satan, Satan haben da gespielt oder wie auch immer, aber das waren immer mal einzige Farbtupfer und dass das überwiegt, ist einfach falsch, weil es ist in dem Fall von uns, auch wenn wir unsere Statistiken nie fälschen, statistisch erwiesen, dass das nicht stimmt. Ja, und also selbst wenn man jetzt sagen würde, es ist dieses Jahr vielleicht auf der, oder es wäre dieses Jahr, dementsprechend dann 21, auf der 10 Stage vielleicht sind es ein oder zwei Fresh Speed oder Heavy Bands mehr, als es sonst ist, oder auch auf der Main Stage, scheißegal. Extreme Metal unterliegt ja irgendwo in einem stetigen Wandel, was ja auch der Motor hinter der ganzen Geschichte ist. Wenn gerade so viele so geile Bands aus dem Bereich unterwegs sind, warum zur Hölle sollten wir das denn nicht abgreifen? Also nur um zu sagen, also letztes Jahr hatten wir auf dem Slot eine Death Metal Band, dann müssen wir dieses Jahr unbedingt auch wieder eine Death Metal Band dort haben, wäre, denke ich, irgendwo vielleicht auch am Publikumsgeschmack vorbeigearbeitet. Würden sie euch nicht gefallen, wären die Bands nicht so groß. Ich vergleiche das immer so ein bisschen wie mit dem Essensplan in der Kantine. Ja. Wenn du da reinguckst und willst immer dein Essen haben, nach mindestens 2 Monaten jeden Tag Königsberger Klopse, wird der auch schlecht. Meine Geschichte zu Königsberger Klopsen ist die folgende. Das gab es bei uns zu Hause nie, als ich noch Jugendlicher war, also noch jünger als jetzt. Okay. Ne? Und tatsächlich lag ich mal in
Saalfeld im Krankenhaus und da hatte ich dann das erste Mal in meinem Leben Königsberger Klopse und die, ich habe keine Ahnung, wie die fabriziert wurden. Also du hast das eigentlich kaum auseinandergekriegt. Das war so, wie wenn du so im Kindergarten diese Schneemänner aus diesem grauen Pappmatsch gebaut hast, aus eingeweichten Zeitungspapier, so waren die Königsberger Klopse. Und da gab es aber eine Krankenhauskatze. Am Tag hat die ums Krankenhaus immer ihre Runden gedreht und hat geguckt, was da so abfällt für sie. Und hat sich das dann, was weiß ich, wenn da eine Scheibe Salami irgendwie hingesegelt ist oder irgendwas, hat die sich das reingefahren. Boah, mach mal im Krankenhaus. Ja. Mach mal im Krankenhaus. Und ich habe dann in meinem jugendlichen Leichtsinn aus der dritten Etage diese Königsberger Klopse nach unten gefeuert. Die Katze kam und das war das Einzige, was ich verschmähte, waren diese Königsberger Klopse. Dann waren es keine gut gemachten Königsberger Klopse. Ein äußerst gespaltenes Verhältnis zu Königsberger Klopsen über Jahre hinweg, bis ich dann mal gute gegessen habe. Mit Kapern. Dann waren es gute. Seitdem geht's. Das ist gut. So viel dazu. Kulinarische Highlights auf dem Partisan. 2021, Königsberger Klopse stand. Wer weiß. Wichtig. Wer ist denn jetzt so dran? Du musst mir was vorlegen. Du musst es gerade hier zum Amboss sagen. Ja, dann muss ich dich. Also pass auf, wo war man jetzt stehen geblieben? Warum ändert sich so die Musikrichtung? Partisan war eher das härtere Genre. Schade. Wer uns beweisen könnte, dass unser Festival jetzt tatsächlich über die Jahre vielleicht verwässert ist, möge unter diesem Video bitte kommentieren, wie er zu der Annahme kommt. Tatsächlich ist es ja so, wie gesagt, das Partisan war immer ein differenziertes Festival. Du hattest immer auch mal, ich meine, hier drüben hängt ein Plakat von, was ist das, von 12. Hm. Da sehe ich jetzt zum Beispiel Ghost Brigade drauf, da sehe ich auch mal Skalmel drauf oder so Bands, wo ich jetzt sage, das ist halt nicht unbedingt übelstes, derbstes Gescherbel, Gerumpel oder... Hier werden irgendwelche Genitalien aufgeschlitzt und auch das gehört halt irgendwo dazu. Ich meine, wir sind ein Underground-Festival und der Underground, der ist halt einfach vielseitig. Aber das heißt ja nun nicht, dass bei uns Mireille Mathieu und Heino sich da die Klinke in der Hand geben. Nee. Mireille Mathieu. Mireille Mathieu. Was macht er den ganzen Tag? Ich bin mir sicher, dass die Post-Production die folgende Bandnamen bestimmt auspiepen wird. Mal gucken, wie gut das funktioniert. Und mit größerem Logo als Verkehrte Welt und nicht gerade für das PSOA 2020 sprechend. Kann man mehr oder weniger, und jetzt kommt ein Fremdwort, mit empirischen Aussagen unterlegen. Was haben wir denn über die letzten Jahre alles gemacht? Wir haben Bands zusammengebracht wie Asphyx. Wieder zusammengebracht, aber gebucht. Merciless zum ersten Mal wieder auf deutschem Boden. Unanimated, Desultory, Mörgrüning und diverse andere Kombos. Dann waren noch mal ein paar Klassiker mit dabei, die mal so regulär auf Tour waren. Wie beispielsweise jetzt mal Exhorder, die nach einer Weile nicht da waren. Was wir in diesen Jahren festgestellt haben, war im Endeffekt eins, so lieb und treu uns diese Bands sind, in dem Fall jetzt auch, wenn man solche Bands an höhere Positionen setzt, passiert nämlich Folgendes. Alle Bands, die vorher waren, haben relativ volles Publikum. Dann spielt die Band und dann stehen hauptsächlich diese Die-Hard-Fans von den Jungs vor der Bühne und ein paar Verstreute, die das sich auch noch mit angucken wollen. Das heißt also, wir haben einen schönen Kurvenverlauf und Publikum geht immer mehr auf die Bühne und dann kommt genau diese Band und dann dauert es wieder, bis es nach oben geht. Das heißt also, über die Jahre sind die Bands in die Jahre gekommen. Wir wollen die aber wieder auf die Bühne setzen, aber das bringt natürlich auch mit sich, dass die Bands nicht mehr den Stellenwert hatten, den sie einfach mal früher hatten. Manche haben das geschafft, manche spielen im Headliner-Bereich, manche sind auch im oberen Bereich noch mit dazu, aber de facto ist es einfach so, diese Diskussion darüber, wer wann wo zu welchem Zeitpunkt spielt, mache ich einfach auch davon aus, wie viele Leute ziehen die vor die Bühne, wie viele Leute können sich dann, was ist die Band auch wert oder beziehungsweise wie viele Leute zieht diese Band in dem Moment genau vor die Bühne, die wir dort brauchen, um auch das Festival in der Stimmung aufzubauen. Denn ein Festival zu machen heißt ja nicht einfach nur, wir packen Bands hin und dann werden die Leute sich da schon irgendwie dran ergötzen und dann steht irgendwas. Nein, man baut eine Stimmung auf, bis hin zum Headliner mit einem krönenden Abschluss. Und genau darum geht es ja auch bei einem Festival, wo ihr alle dran partizipiert. Das war ein cooles Erlebnis. Die Band XY hat angefangen und endete mit dieser Band. Und alles war cool und das ist im Endeffekt die Dramaturgie, die wir brauchen für eine Festivalorganisation. Und nicht zwingend, dass ich sage, Band Geröllheimer war vor 50 Jahren mal die geilste Trashband, also spielt die jetzt ganz oben.
das ist an der Realität vorbei, für uns nicht realisierbar. Im Endeffekt ist es so, geh an die Sache ran, freu dich, dass die Band spielt. Und wenn eine dort spielt und die spielen halt an einem späteren Zeitpunkt, dann geh verdammt ein Bier trinken und hab eine gute Zeit. Was der Kollege Brons hier vielschichtig zu umschreiben versucht, ist vielleicht auch einfach, warum ziehen sich so viele Leute an der Positionierung von Band XY, also vornehmlich natürlich ob ihres eigenen Geschmackes, auf dem Flyer halt auf. Also was macht's für einen Unterschied für mich, ob ich um 3 vor die Bühne gehe, Lieblingsband XY sehe und eine gute Zeit habe, oder ob das halt um 5 ist. Ich muss allerdings dazu zugeben, man macht auch Fehler. Beispielsweise mein ganz persönlicher Fehler, Demolition Hammer, die Positionierung, die hätten ruhig 2 Spielplätze drüber spielen können. Das lag aber auch an Demolition Hammer, die recht früh Flüge gebucht hatten, wenn ich mich zurecht erinnere. Erstens das und zu spät vom Booker angeboten wurden und somit haben wir nur noch den letzten freien Platz bekommen. Die Schelte dafür, die haben wir gefressen, haben uns entschuldigt, war alles okay. Aber in diesem Falle ist es einfach so, dass man da ein bisschen mit Daumengefühl arbeiten muss und die Leute werden es einem danken oder eben nicht. Ja, bei der Geschichte muss man vielleicht auch sagen, auch wir kochen nur mit Wasser. Irgendwo ergibt sich natürlich der Stellenwert einer Band aus, ich sag mal, einer Aktualität, die die besitzen. Also man kann nicht erwarten, dass irgendeine Combo, die vor 20, 30 Jahren mal das Überalbum rausgebracht hat und dann nie wieder live was unternommen hat, es hat keiner danach gekräht oder irgendwas, jetzt sind sie wieder unterwegs, dass sie aufgrund dieses Albums halt sofort wieder eine Headliner-Position spielen. Denn in diesem hart umkämpften Markt muss man sich die Position, denke ich, auch erstmal wieder erspielen, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, wie du auch gerade mit Demolition Hammer das gesagt hast, es kann halt auch einem Booker mal einen Fehler unterlaufen. Wenn du um 9:30 einen Rost anmachst, dann hast du um 10 alle Bratwürste gebraten und um 11 kommen erst die Gäste. Scheiße. Dann kannst du die immer noch wieder warm machen. Das geht, aber dann sind sie halt eben auch, naja, warm gemachte Bands. Scheiße. Ja. Scheiße. Nein. Okay. So, ja, so viel von unserer Seite zum Thema eure abgeschwächten Hasskommentare und unsere redundante Meinung dazu. Das können wir mal wieder machen. Das können wir mal wieder machen. Dementsprechend, sollte euch irgendwas auf dem Partisan so richtig hart auf den Sack gehen, dann schreibt es doch ja einfach mal in die Kommentare. Und wenn genug zusammengekommen ist, dann machen wir das nochmal. Dann machen wir das. So können wir das nochmal machen. So machen wir das nochmal. Dann bleiben wir hier sitzen. Ciao.